Vor über einem Jahrhundert rammte die Titanic einen Eisberg und sank auf den Grund des Atlantiks. Von den 2240 Passagieren überlebten nur etwa 700. Seitdem wurde die Tragödie in unzähligen Filmen, Dokumentationen und Büchern verarbeitet. Wir wissen also relativ viel über das Schiff und die Menschen an Bord. Aber was wissen wir über den Eisberg, der für die Katastrophe verantwortlich war? Vor allem über seine Größe. Nicht viel. Es gibt aber ein paar Hinweise. Aber erstmal zur Titanic. Sie wurde von der White Star Line als Teil ihrer Passagierschiffflotte gebaut. Damals war sie das größte Schiff, das je gebaut wurde und machte seinem Namen alle Ehre. Das Schiff war 270 Meter lang, was 2,5 nebeneinander liegenden Fußballfeldern entspricht. Und es war 53 Meter hoch, also fast so groß wie 10 übereinander gestapelte Giraffen. Und von der Wasserlinie bis zum Deck war es 18 Meter hoch. Das ist fast so hoch wie ein vierstöckiges Gebäude. Die Titanic war wirklich riesig. Mit Cafés und Außenbereich, Restaurants, einer Bibliothek, einem türkischen Bad, auch Fitnessräume und Squashplätze waren vorhanden. Es gab sogar einen Swimmingpool. Insgesamt passten 3.300 Personen auf die Titanic, darunter 2.435 Passagiere und 900 Besatzungsmitglieder. Obwohl Luxus wichtig war, stand die Sicherheit an erster Stelle. Die Titanic war so konstruiert, dass sie 16 wasserdichte Abteilungen unter dem Deck hatte. Wenn der Schiffsrumpf bei einem Unfall beschädigt werden sollte, sollten bis zu 4 dieser Kammern das Wasser aufnehmen, während die restlichen 12 das Schiff über Wasser halten sollten. Philip Franklin, Vizepräsident der White Star Line, sagte, dass dies das Besondere an dem Schiff sei. Es wird angenommen, dass er sagte, es besteht keine Gefahr, dass die Titanic sinkt. Das Schiff ist unsinkbar und die Passagiere werden keine Unannehmlichkeiten erleben. Da hat er sich aber gewaltig geirrt. Das Schiff verließ England am 10. April 1912 zu einer ersten und, wie wir wissen, letzten Reise. Es brauchte nicht mehr als einen Eisberg, um das mächtige Schiff in den Untergang zu stürzen. Eisberge sind faszinierend, stimmt's? Sie entstanden bei einem Prozess, der Kalben genannt wird. Das passiert, wenn große Brocken Süßwassereis vom Gletscher abbrechen und ins offene Meer treiben. Irgendwann schmelzen sie und sind weg. In der nördlichen Hemisphäre kommen die meisten Eisberge aus Grönland. Im Süden kommen sie aus der Antarktis. Was du oben auf dem Wasser siehst, ist aber nur ein kleiner Teil des Eisbergs, also nur die Spitze. Der größte Teil, das sind bis zu 90%, ist unter Wasser verborgen. Erst wenn du unter die Wasseroberfläche schaust, kannst du den gesamten Eisberg sehen. Dann erkennst du, wie riesig er ist. Der Teil des Eisbergs, den du nicht sehen kannst, ist auch der gefährlichste. Unter den Wellen kann er gezackte Kanten verstecken. Ein Schiff fährt vorbei, rammt die nicht sichtbaren Zacken und wird schwer beschädigt. Es sind aber nicht nur die großen Eisberge, auf die man achten muss. Kleinere Eisberge, die schwieriger zu erkennen sind, können genauso gefährlich sein. Ein Growler zum Beispiel ist weniger als 2 Meter lang und ragt nur etwa mehr als 1 Meter aus dem Wasser. Und ein etwas größerer Bergibit ist weniger als 4 Meter groß. Die Gefahr durch Eisberge war bekannt, als die Titanic in See stach. 1901 war die Islander auf dem Weg durch die Inside Passage nach Alaska. Sie kollidierte mit einem Eisberg und sank sofort. Glücklicherweise konnten sich 138 der 178 Menschen in Sicherheit bringen. Damals gab es noch keine spezielle Ausrüstung, um Eisberge aufzuspüren. Das beste Werkzeug waren die Augen. Von einem speziellen Aussichtspunkt über dem Schiff, dem sogenannten Krähennest, mussten 2 Besatzungsmitglieder über den Ozean blicken und nach möglichen Gefahren Ausschau halten. Das Krähennest befand sich an der Vorderseite des Schiffes, 15 Meter über dem Deck. Es war am Mast befestigt. Von dieser Höhe aus hatte man einen guten Blick auf den Ozean. Wenn die Ausgucker etwas Verdächtiges sahen, betätigten sie eine große Glocke, um Alarm zu schlagen. Danach nutzten sie ein spezielles Telefon, um den Captain vor der Gefahr zu warnen. Aber stell dir mal vor, was das für ein schrecklicher Arbeitsplatz gewesen sein muss, besonders in der Nacht, in der die Titanic sank. Das Krähennest war kein warmer, gemütlicher Ort, der von Fenstern umgeben war. Es war wie eine große offene Wanne, die den Elementen der Natur ausgesetzt war.
Am 14. April 1912 lag die Lufttemperatur bei 4 Grad Celsius, also nahe dem Gefrierpunkt. Da sich das Schiff mit einer Geschwindigkeit von 23 Knoten bewegte, was mehr als 40 Kilometer pro Stunde sind, waren die Matrosen der eiskalten Luft im Krähennest schutzlos ausgeliefert. Das einzig Gute an diesem Job war, dass die Schicht nur 2 Stunden dauerte. Frederick Fleet war der Matrose, der den Eisberg entdeckte. Er saß im Krähennest zusammen mit Reginald Lee. Fleet behielt die linke Seite des Schiffes im Auge, während Lee die rechte Seite observierte. Es war 22 Uhr, als die beiden Männer ihre Schicht antraten. Sie waren bereits vor dem Auftauchen von Eis gewarnt worden. Aber wenn du frierst und es ist dunkel, ist das ein echt anstrengender Job. Noch schlimmer war, dass die beiden Männer kein Fernglas hatten, das ihnen die Arbeit erleichtert hätte. Fleet sagte später, dass ein Fernglas die Tragödie verhindert hätte. Es waren noch etwa 20 Minuten bis zum Schichtende, als die Matrosen den Eisberg bemerkten. Sie läuteten die Glocke. Einmal, zweimal und noch einmal. Dann informierten sie die Brücke. Anfangs schien es, als käme der Alarm gerade noch rechtzeitig. Die Schiffsmotoren drehten um und der riesige Ozeandampfer schaffte es zu wenden. Das reichte aber nicht aus, um dem Eisberg auszuweichen. Eis hagelte auf das Deck des Schiffes. Der Eisberg riss den Schiffsrumpf auf und Wasser strömte ein. 2 Stunden und 40 Minuten später war die Titanic verschwunden. Und hier haben wir Anhaltspunkt Nummer 1 für die Größe des Eisbergs. Er war groß genug, um in der Dunkelheit der Nacht mit bloßem Auge und ohne Fernglas entdeckt zu werden. Er war auch groß genug, dass Eisstücke auf das Schiffsdeck fallen konnten. Leider passierte das Unglück lange bevor es soziale Medien und Smartphones gab. Daher hat niemand an Bord Fotos oder Videos vom Eisberg gemacht. Aber es gab Fotos vom möglichen Eisberg, die später am Tag aufgenommen wurden. Die SS Prinz Adalbert war am Morgen des 15. April 1912 in der Nähe des Unglücks unterwegs. Der Steward auf dem Schiff wusste noch nicht, was mit der Titanic geschehen war. Aber als er einen Eisberg vorbeitreiben sah, wollte er ihn unbedingt fotografieren. Warum? Der Steward sah an der Unterseite des Eisbergs eine rote Linie. Sie ließ darauf hindeuten, dass er in den letzten 12 Stunden mit einem Schiff kollidiert war. Ein zweites Foto wurde vom Schiff Minya aufgenommen, das in das Gebiet geschickt wurde, um nach Trümmern der Kollision zu suchen. Captain D. Carteret sagte, er habe unter den Trümmern nur einen Eisberg gesehen. Er sah auch den Streifen mit roter Farbe am Berg. Anhand der Fotos und Zeugenaussagen wurde in Zeitungsberichten von einem Eisberg berichtet, der 15 bis 30 Meter hoch und 60 bis 120 Meter lang war. Das ist Anhaltspunkt Nummer 2. Der Eisberg, der die Titanic rammte, begann seine Reise wahrscheinlich an der grönländischen Küste und trieb an der Baffin Bay vorbei zur Davisstraße. Von hier aus muss er durch die Labradorsee getrieben sein, bis in den Atlantik. Was übrigens ziemlich beeindruckend war. Die Gletscher in Grönland werfen jedes Jahr zwischen 15.000 und 30.000 Eisberge ab. Manche sind klein, andere groß. Aber nur 1% schafft es tatsächlich in den Atlantik. Die anderen schmelzen auf dem Weg dahin. Wir wissen, dass die Temperatur des Atlantiks, wo die Tragödie stattfand, etwa minus 2 Grad betrug. Das ist unter dem Gefrierpunkt. Diese Temperatur führt bei Menschen zu Erfrierungen und Unterkühlung. Aber für einen Eisberg ist diese Temperatur ziemlich warm. Die meisten würden nur 2 bis 3 Jahre im Nordatlantik überleben, bis sie langsam im wärmeren Wasser geschmolzen sind. Daher können wir davon ausgehen, dass dieser Eisberg 1910 oder 1911 von Grönland kam und Ende 1912 oder 1913 vollständig geschmolzen war. Da er es bis zum Atlantik geschafft und das Schiff erheblich beschädigt hatte, ist das Hinweis Nummer 3 auf seine Größe. Wir werden nie genau erfahren, wie groß der Eisberg an diesem Tag tatsächlich war. Aber wir wissen, dass es sich definitiv nicht um einen Growler oder einen Bergy-Bit handelte. Diese beiden Eisbergarten sind viel zu klein. Und da das Eis während des Zusammenstoßes auf das Deck fiel, muss der Eisberg etwas größer gewesen sein als 18 Meter. Die Schätzungen, die in den Zeitungen veröffentlicht wurden, waren schon sehr naheliegend. Der Eisberg, der die Titanic zum Sinken brachte, war also ein gewaltiger Eisberg. Übrigens sind Eisberge auch heute noch eine Gefahr. Erst 2007 kollidierte das Kreuzfahrtschiff Explorer mit einem Eisberg und sank im Weddellmeer der Antarktis. Aber zum Glück haben alle überlebt.
Die International Ice Patrol wurde 1914 nach dem Untergang der Titanic gegründet. Die Organisation ist auch heute noch aktiv und besteht aus Vertretern verschiedener Länder. Mithilfe von Flugzeugen und Radargeräten ortet und verfolgt die Patrouille größere Eisberge und stellt die Informationen allen zur Verfügung, um weitere Tragödien im Meer zu verhindern.